Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Tag, wann auch immer ihr das Video schaut. Liebe Widder, herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen zu deiner kurzen Sommerlegung für den Sommer 2023. Wir schauen, was das Tarot dir heute mit auf den Weg geben möchte, was erwartet dich diesen Sommer, wer oder was kommt auf dich zu. Und was ist wichtig für dich zu wissen? Es handelt sich hier um ein allgemeines Reading. Bitte beachte das, bedenke das. Guck, ob du dich hier wiederfindest, ob es sich gut anfühlt. Und wenn du ein persönliches, ein 1:1 Reading wünschst, darfst du mich gerne über die E-Mail-Adresse kontaktieren, die du unterhalb dieses Videos in der Infobox findest. Ich antworte schnellstmöglich zurück und dann erhältst du ein 1:1 Reading, wo jede deiner einzelnen Fragen von mir beantwortet wird. Wir schauen rein. Für meine lieben Widder, was ist wichtig für diesen Sommer? Ab heute, ab dem Zeitpunkt bis Ende August, Juni, Juli, August. Für diesen Zeitraum ist diese Legung gültig. Was dürfen meine Widder wissen? Okay, der Ritter der Stäbe. Kurz vorweg, ich lege hier aus der Sicht einer Frau, einer Dame, die auf einen Herrn schaut, auf einen Mann schaut. Wenn du hier als Mann zuschaust, schön, dass du da bist, switchest dir um. Dann liegt hier die Dame oder auf das Geschlecht. Also Geschlechter sind ja im Endeffekt egal, aber damit du Bescheid weißt, ich lege aus der Sicht einer Frau, die hier auf einen Mann schaut. Ich sehe hier den Ritter der Stäbe, ein Mann, ein leidenschaftlicher Mann, der weiß, was er möchte, der Feuer hat, der leicht ist, der Spaß am Leben hat, der Feuer gefangen hat. Unter dem Deck 3 der Schwerter, wir schauen mal weiter, ob es hier tatsächlich eine Liebeskummer-Situation aktuell gibt, ob es hier gebrochene Herzen gibt. Anscheinend schon. Ich nehme eine Pause aktuell wahr zwischen euch. Zwischen dir und diesem leidenschaftlichen Ritter der Stäbe, zwischen diesem Mann, nehme ich eine Pause wahr. Einer von euch hat sich aus dieser Verbindung ein Stück weit zurückgezogen, um eine Ruhepause einzulegen. Und das, was fehlt in eurer Verbindung, ist aktuell Gleichgewicht. Also ich nehme sehr stark wahr, dass irgendetwas im Ungleichgewicht ist. Möglicherweise gibt der eine mehr als der andere. Wir schauen mal weiter. Einer fühlt sich nicht so gesehen. Vielleicht fühlt sich... Okay. Irgendjemand von euch ich glaube du hast dich aus dieser Verbindung ein Stück distanziert, hast so ein bisschen die Mauern hochgezogen, hast dich zurückgezogen, um dein Herz zu schützen, um zu heilen. Und um diese Situation ein Stück weit zu beobachten. Ich glaube nicht, dass komplette Funkstille herrscht. Ich glaube aber, dass es in der Vergangenheit Verstrickungen gab, Verletzungen gab, die dich dazu gebracht haben,
zu prüfen, dich zu schützen, abzuwägen und einfach ein Stück weit zu beobachten. Du bist schon positiv gestimmt, du glaubst auch an eine gute Entwicklung, du hast so, glaubst auch so ein bisschen an Fügungen und ich glaube, ihr seid euch sehr zugewandt. Nichtsdestotrotz ist diese Sache für dich, glaube ich, nicht ganz klar. Und ich habe so dieses Gefühl, dass der Ritter der Stäbe wie so eine Art Prüfung bestehen muss bei dir. Sich aus Verhaltensmustern, aus Fesseln befreien muss, um bestehen zu können, um mit dir diese Verbindung auch weiter leben zu können. Was fühlt denn dieser Ritter der Stäbe für dich? Dieser Mensch, dieser Mann. Was hegt dieser Mann außer Leidenschaft? Ja. Und unter dem Deck die Liebenden, Partnerschaft, Liebe, Familienglück. Absolute emotionale Erfüllung für diesen Ritter der Stäbe. Dieser Mensch wünscht sich auch Partnerschaft mit dir. Dieser Mensch möchte das auch alles. Und ich nehme ganz stark wahr, mein lieber Widder, dass du hier ein wenig die Zweifel hast. Warum zweifelst du denn? Es ist nicht dein Gegenüber, was zweifelt. Was bist du? Kommt mir ganz, ganz klar rein. Weißt du, was ich ganz stark wahrnehme, dass dieser Ritter der Stäbe, dieser absolut feurige, leidenschaftliche Mensch, Drei der Kelche ist ja immer so ein bisschen, das ist ja die Karte so der Geselligkeit. Man trifft sich, man verabredet sich, man hat eine schöne Zeit miteinander. In seltenen Fällen handelt es sich auch um eine Dreierkonstellation. Würde bedeuten, dass es noch eine dritte Person gibt, aber in der Regel ist das so diese Karte für mit Freunden treffen, Zeit verbringen und so weiter. Und die Sieben der Stäbe wehren das ab. Und der Ritter der Stäbe, hier dieser leidenschaftlich feurige Typ, neigt generell ja auch sehr zu Eifersüchteleien. Vielleicht handelt es sich hier, und das kommt mir, höre ich gerade sehr stark, und es kommt mir sehr stark rein um einen extremst eifersüchtigen Menschen, den du da an deiner Seite hast, der sich Partnerschaften wünscht, der mittlerweile oder möglicherweise in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht hat und es einfach abblockt, dieses, du kannst dich nicht frei entfalten. Deswegen haben wir auch hier die Acht der Schwerter. Diese Partnerschaft ermöglicht dir nicht diese freie Entfaltung, die du dir wünschst, weil dein Gegenüber das so blockiert. Wie entwickelt sich denn diese Situation denn diesen Sommer? Was darfst du hier erwarten? Was darfst du hier bis August erwarten? Weil das ist ja so eine Ist-Situation. Das hat ja jetzt, aus dieser Situation kommst du denn, ups, oder in dieser Situation befindet ihr euch gerade. Okay. Ich glaube, dieser Mensch hat verstanden, worum es dir geht. Das Rad des Schicksals, das Rad ist ja immer in Bewegung. Und ich glaube, dieser Mensch hat verstanden, worum es geht. Und mit dieser Entwicklung, mit der göttlichen Fügung, mit diesem ganzen Drumherum, mit deiner Liebe, mit eurer Liebe, mit dem Glauben an die Partnerschaft, schafft und mit ein bisschen Zeit, schafft es der Ritter der Stäbe, in seine Kraft zu kommen, vom Lamm zum Löwen zu werden, für sich einzustehen und einfach an diese Partnerschaft zu glauben und diese Zehn der Kelche und die Liebe zu leben. Und das wird dir die Möglichkeit geben, dich aus deinen Fesseln zu befreien und hier diesen Glauben
auch wieder zu erlangen und die Wahrheit zu erlangen, dass es gut war, festgehalten zu haben. Und hier nochmal, ich glaube, du hast hier noch eine Chance gegeben und das nehme ich sehr stark wahr. Und ich nehme sehr stark wahr, dass die Karten mir sagen, dass sich die Dinge für euch zu einem Guten wenden und dass hier über den Sommer verteilt eine Entwicklung stattfinden wird. Ich bin gespannt, wer hier in Resonanz geht. Hinterlasst mir gerne ein Like, ein Abo, einen Kommentar und dann freue ich mich auf die nächste Legung für euch. Bis dann!